Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Video zur Kommunalwahl. Mein Name ist Georg Leppert. Ich leite die Römer-Redaktion der Frankfurter Rundschau und in diesen Videos wollen wir Ihnen einen kurzen Überblick geben, welche Themen bei der Kommunalwahl am 14. März eine Rolle spielen und wie sich die Parteien positionieren. Bei mir ist heute Thomas Stillbauer. Thomas kümmert sich um Umwelt- und Klimapolitik und dazu passend haben wir heute gesagt, okay, wir drehen im Freien. Hallo Thomas. Hallo Georg, grüß dich. So, bei minus 5 Grad sollten wir die Frage schnell erörtern, welche Rolle spielt die Klima- und die Umweltpolitik in diesem Wahlkampf? Also ich denke, Umweltpolitik hätte vor anderthalb Jahren wahrscheinlich noch eine weitaus größere Rolle gespielt. Jetzt ist Corona das größte Thema, aber ich glaube immer noch, Umweltpolitik wird ein wichtiger Prüfstein sein für die Wahl. Wird sich nicht, wer es auf die leichte Schulter nimmt, würde ich sagen, wird es schwer haben bei den Wählern. Das ist allerdings kein gutes Zeichen. Wenn Klimapolitik wichtig im Wahlkampf ist, dann steht es sehr schlecht um das Klima, auch um das Stadtklima. Vielleicht gibst du uns mal einen Überblick, wie schlecht ist eigentlich die Lage? Fangen wir mit dem Stadtwald an und gehen dann auch mal zu den Mainwiesen im Sommer über. Der Stadtwald ist ja das ganz große Sorgenkind der letzten Jahre gewesen. Im Moment sieht es ganz gut aus, weil es sehr viel geregnet hat. Aber ja, Davon darf man sich nicht täuschen lassen. Sobald der Regen hat aufgehört, sobald die Hitze kommt, sobald die Dürre wieder kommt, wird es wieder ganz schlimm. Wir wissen genau, wenn es im Sommer nicht regnet, sieht es wieder ganz trüb aus. Also da muss schon was passieren. Und wir hatten an den Wiesen im Main, aber auch in den Parks wirklich die Situation, dass ab Juli, August, dass eigentlich keine Wiesen mehr waren, oder? Die waren braun. Das stimmt, aber die Wiesen sind nicht so das große Problem. Eine Wiese wird braun, die wächst auch schnell wieder nach. Ja. Da kann man auch schnell eingreifen, indem man bewässert, vielleicht mit Brauchwasser bewässert, ist ja im Schwange. Größeres Problem sind halt die Bäume und da müssen wir echt aufpassen. Das heißt, also man wird wahrscheinlich auch in diesem Sommer wieder nicht grillen dürfen, weil man irgendwann sagt, Leute, das ist zu gefährlich. Aber das ist nicht, führt nicht zur Klimakatastrophe, sondern da müssen wir bei den Bäumen aufpassen. Da hat ja die Umweltdezernentin gesagt, hier, wer kann bitte immer mal einen Eimer Wasser, oder? Ja, das war ein guter Hinweis. Hat auf der anderen Seite auch wieder Kritik ausgelöst, weil es ist halt dann normalerweise Trinkwasser, das die Leute verwenden. Ja. Zu Hause mal schnell einen Eimer Wasser abzapfen oder 10. Es müssen ja 10 Eimer Wasser sein. Ein Eimer ist Quatsch. Ein Eimer hilft dem Baum nicht. Ja. Und möglichst 10 Eimer auf einmal. Aber dann wäre es halt schon besser, man hat vielleicht einen Fluss in der Nähe oder man kriegt halt eine Lösung hin mit Brauchwasser oder Mainwasser. Da ist die Stadt dran. Das müsste vielleicht, wenn es weiterhin so trocken bleibt, weiter forciert werden. Jetzt hat man an diversen Projekten, über die wir noch im Einzelnen reden können, aber das Gefühl, man hat auf der einen Seite in der wachsenden Stadt das Problem, man muss bauen, man muss Wohnungen schaffen, man muss auch für die Industrie was schaffen. Auf der anderen Seite, so wie Frankfurt aufgestellt ist, geht das ganz häufig auf Grünflächen. Das heißt, man hat diesen Konflikt Klimaschutz gegen Wohnungsbau oder gegen Bauen allgemein. Wird dieser Konflikt die nächsten Jahre prägen? Das glaube ich schon. Das liegt ja in der Natur der Sache. Frankfurt wächst, Leute wollen nach Frankfurt rein. Ich denke, es ist auch wichtig, sehr, sehr wichtig für ein Gemeinwesen, dass man günstigen Wohnraum schafft, bezahlbaren Wohnraum hat. Wenn das allerdings auf Kosten der Qualität, der Lebensqualität geht, bringt uns das auch nichts. Es muss auch so sein, dass man gern in der Stadt lebt, dass man auch mal aus dem Fenster guckt und einen Baum sieht. Also da dieses Gleichgewicht zu finden, darauf wird es ganz stark ankommen in den nächsten Jahren. Jetzt ist ein großes Thema, sind die Güntersburghöfe. Das sind die Flächen am Güntersburgpark, dann Richtung Bornheim-Seckbach die Ecke. Da ist jetzt ein großer Streit im Gange und man könnte despektierlich sagen, dabei dreht sich doch eigentlich nur ein paar Gärten. Aber eigentlich ist es mehr, oder? Ja, das ist halt genau das schöne Beispiel dafür, was wir gerade besprochen haben. Natürlich, eigentlich geht es nur um ein paar Gärten, aber wenn du da anfängst, wenn du diese Gärten zumachst, wer will denn da eigentlich wohnen? Wenn ich nur noch, guck dich hier in der Stadt um, die Neubaugebiete, das sind meistens Betonwüsten, ein paar kleinen Bäumchen dazwischen, vielleicht wachsen die in 50 Jahren mal so groß, dass sie was bringen, aber das Schwierige ist halt wirklich die Lebensqualität aufrechtzuerhalten beim Bauen. Gut, und da sagt halt der Planungsdezernent Mike Josef, den Grünen, die ja in dieser Frage jetzt eine sehr klare Haltung haben, von der Basis getrieben, die sagt also nur die versiegelten Flächen, kein Eingriff ins Grün, sagt Mike Josef, Leute, wo denn dann?
So. Und letztlich dasselbe sagt Markus Frank, Wirtschaftsdezernent, wenn es um Niedereschbach geht. Da geht es um ein Gewerbegebiet. Er sagt hier, also gut und schön, dass wir hier die Bankentürme haben, aber Frankfurt braucht auch das klassische Gewerbe. Wir brauchen dieses Gebiet, wo, wenn nicht hier? Und die Bürgerinitiativen sagen, spinnt ihr denn? Also wie viel Grün wollt ihr hier vernichten? Mhm. Ist es letztlich derselbe Konflikt, nur halt auf Gewerbe gemünzt? Es ist ein ähnlicher Konflikt, es liegt ein bisschen anders, weil in Niedereschbach geht es nicht nur um das Grün vor Ort, es geht ja da auch um die Frischluftzufuhr für die ganze Stadt. Das ist da ein wichtiger Punkt. Andererseits geht es dort um die Böden. Böden auch großes Thema der Zukunft. Was willst du mit den Böden machen? Willst du sie bebauen? Willst du da Essen anbauen? Du brauchst auch Blühflächen für Insekten, für die Natur. Also das gilt es alles abzuwägen. Ich glaube, das sind genau die zwei Punkte, an denen sich es entzündet. Güntersburghöfe, Niedereschbach, das sind so Sachen, das wird eine Rolle spielen. Ja. Du hast viele Sitzungen im Umweltausschuss verfolgt und fast immer dabei waren die Fridays for Future. Die sind fast zu jeder Sitzung gekommen und die haben natürlich die Politikerinnen und Politiker vor sich hergetrieben. Also insbesondere die Grünen. Das Thema Klimanotstand wurde da angesprochen. Ja. Es war teilweise, wenn man ehrlich ist, auch von Seiten der Politik ein bisschen Rumgeeiere. Gut, jetzt hast du gesagt, jetzt haben wir das überlagernde Thema Corona, aber gehen wir mal davon aus, das endet jetzt auch in den nächsten Monaten mal. Dann spielt das wieder eine Rolle. Was glaubst du, welche Erwartungen werden Gruppen wie Fridays for Future denn an die Parteien haben? Also die Fridays for Futures, in letzter Zeit hat man sie kaum noch gesehen, klar, logischerweise. Davor waren sie sehr präsent, haben auch öfter mal richtig die Puppen tanzen lassen im Umweltausschuss. Die werden, glaube ich, auf Dauer nicht locker lassen. Man hat jetzt gesehen, es hat der Umwelt ganz gut getan, dass es weniger Pendlerverkehr gab etc. Das wird aber nicht so bleiben. Wenn wir wieder zur Tagesordnung zurückkehren, dann werden die Fridays wieder auf der Straße sein. Wenn man sich wieder draußen bewegen kann, ohne Mund-Nasen-Schutz aneinander ran kann, dann werden die auf der Straße sein und dann werden die den Politikern wieder Dampf machen. Und ich glaube, wenn sich nichts radikal ändert, wenn wir nicht tatsächlich ein anderes Verkehrskonzept zum Beispiel für die Stadt haben und darauf achten, die Kohleverbrennung relativ schnell aufzugeben, dann wird es wahrscheinlich nochmal zu härteren Konflikten kommen. Und im Mittelpunkt dieser Konflikte stehen oft die Grünen. Weil einfach die Erwartungshaltung an die Grünen eine andere ist als an die CDU, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die Fridays sehen nach wie vor in den Grünen eigentlich ihre geborenen Ansprechpartner. Mhm. Ob sie das liefern können in der Koalition, außerhalb der Koalition, wie auch immer. Mhm. Das wird interessant sein. Und es wird auch eine Frage sein, in welcher Koalition, und das wird die Zeit nach dem 14. März weisen. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Danke, Thomas. Gerne. Wenn Sie Interesse haben, uns zu abonnieren, gehen Sie auf fr.de/YouTube. Da finden Sie alle unsere Videos. Und uns bleibt erstmal zu sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.